Hallo Leute, ja, willkommen zum letzten Part. Ich bin wieder zurück zu der Kiste gegangen, wo ich gesagt habe, die will ich niemals öffnen. Ich öffne die, weil ich eine Methode gefunden habe, die hier zu besiegen. Am Anfang erstmal, ich habe da ein paar Dinge gemacht. Ich habe davor einen Part gemacht, wo ich versucht habe, gegen den Endboss zu kämpfen, und ich bin kläglich gescheitert bei ihm. Der hat mich einfach eiskalt fertig gemacht. Ich hatte gar keine Chance. Er hat mir 6000 abgezogen. Obwohl ich 9000... Ich hatte keine Erklärung dafür, warum er mir so viel abgezogen hat. Aber jetzt habe ich rausgefunden, wie ich das jetzt mache. Ich zeige euch gleich nach dem Kampf, wie ich meine Charaktere ausgerüstet habe. Und okay, Berserker. Also Leon ist der Hauptschadenstyp bei mir. Er wird bei mir den meisten Schaden machen. Die anderen sind als Support-Charakter da jetzt. Leon ist jetzt der stärkste Charakter, so gesagt. Den ich jetzt buffen werde. Und ich habe noch die Aura, Berserker... Nein, nicht Berserker... Okay, das ist gleich tot. Vom Schaden her ist der gleich der Gegner tot. So... So, und Berserker. So ist die Methode bei ihm, ihn zu besiegen. Und seht ihr, er zieht dann 3000 ab. Normal, wenn ich die Ausrüstung nicht geändert hätte, hätte er mir jetzt locker 6000 abgezogen. Aber das wird sich jetzt ändern. Jetzt werde ich seinen Arsch... Jetzt werde ich... Okay, ich weiß gar nicht, was das ist, aber... Ich werde es in den Arsch treten. Ich habe keinen Bock mehr. Echt keinen Bock mehr auf diese ganze Kacke mit dem Endboss. Der ist sowieso ein Hurensohn von einem Boss. Ach, halt dich. Oh. Okay, komm. Buff dich. Jetzt greift er uns nur mit physisch an, der Hurensohn, weil er fast gestorben ist. Ja, er ist tot. Yay. Heiligen Seele. Okay. Das war jetzt der letzte Boss. Erstmal, ich habe alle Charaktere mit Waffen ausgerüstet, weil ich dachte, man kann die mit... Also... das hier könnt ihr vergessen, aber ihr braucht ein Schild. Ihr braucht unbedingt ein Schild beim Gegner. Wenn nicht, dann zieht er euch locker 6000 ab. Ohne Schild seid ihr verloren. Ich habe allen ein Schild gegeben, außer ihn, weil er ja mein Hauptschadenstyp ist. Also der wird die meisten Schaden machen. Den werde ich auch buffen beim letzten Boss. Katzenkralle habe ich einfach gegeben, weil ich dachte, ich habe einmal versucht, mit Waffen zu kämpfen, und das hat auch nicht geklappt. Also, wenn ihr mit Fäusten kämpft, rat mal, wie viel Schaden ihr macht. Er macht genau 50 Schaden oder 0 Schaden. Leon war der Einzige, der irgendwie Schaden gemacht hat, deswegen habe ich mich ganz Gedanken gemacht, was ich jetzt ändern kann. Dann habe ich so Dinge ausprobiert, gebufft und Strategien ausgesucht. Dann habe ich diese Strategie ausgesucht. Die drei Typen, also Ferion, Maria, Guy, sind die Buffer. Die werden Leon so buffen, dass er jetzt richtig viel Schaden beim Endboss macht, damit ich gewinnen kann. Und ich habe den, also hier seht ihr die Ausrüstung, Protein-Ring verhindert, dass ich kampfunfähig werde. Hier verhindert Kampfunfähigkeit. Hier ist die Ausrüstung, mit der werde ich auch kämpfen. Und wir sehen uns beim Boss. Okay, los geht's zum letzten Bossfight. Ich hoffe, ich pack den jetzt. Ich habe ihn schon geschafft, dreimal offscreen zu besiegen. Eure Hartnäckigkeit muss man euch lassen, aber unter dem Vorwand heuchlerischer Gerechtigkeit und Liebe werdet ihr mich nicht bezwingen können, denn selbst die Unterwelt habe ich unterworfen. Na und? Feindlicher Erstangriff. Du Hurensohn, warum machst du genau diesen Angriff? Okay. So, du machst Berserker und dann Angriff. Ach, Meteorit auch noch. Schaut euch das an. Jetzt kommt ein riesiges Etwas. Ein riesiger Kackhaufen. Hey! Und ich habe dir gesehen, wie viel Schaden der gemacht hat. Wenn ich jetzt kein Also... Der Bastard ist ein ekliger Hurensohn, so gesagt. Lass mich noch Berserker machen. Okay, 800 habe ich abgezogen schon von 15.000.
Vita, du machst Berserker und du machst Berserker. Und Angriff. Fluchstufe 16, ich hoffe, es trifft nicht. Okay, trifft nicht, gut. Jetzt bisschen heilen. Gut so. Das ist echt die beste Methode gegen ihn. Nochmal Berserker, jetzt ist sein Angriff noch stärker. Hat 800, habe ich schon abgezogen. So, okay. Ich muss noch ein bisschen noch buffen dann. Und dann ein Berserker. Und Angriff. Flairstufe 16, okay. Okay, gucken wir mal. Berserker Stufe 5. Das ist doch mal Schaden, oder Leute? So. Er müsste auch bald tot sein. Berserker und Angriff. Er darf jetzt kein Leben abziehen, sonst dauert der Kampf noch länger. Du Bastard. Jetzt hat er sich mit 5000 geheilt. Okay, jetzt Angriff. Okay, komm, dann nochmal. Warte. Berserker und Berserker. Und Angriff. Das ist die beste Methode, wirklich, Leute. Die beste Methode. Ach, leck mich mit deinem Meteorit. Ach, jetzt dauert das wieder so lange. Ich glaube, ich werde heute das Projekt auch beenden. Auch den Renaissance-Modus werde ich danach auch sofort machen. Oh, heftiger Schaden, Junge. Heftiger Schaden, Imperator. Weil ich will echt wissen, wer ihm diese komische Power gegeben hat, dass er so hässlich geworden ist. Weil ihr habt ja gesehen, ich habe ihn zu einem Frosch gemacht. So. Und Berserker. Und Angriff. Ich hoffe, Leon greift jetzt mal an. Okay, Fluchstufe 16, gut. Er hat kein Leben abgezogen. Das heißt dann, dass er eine geringe Chance habe, jetzt den Kampf zu beenden. Nein, es dauert noch etwas. Danke, dass er jetzt mit dem Buffen ankommt. Obwohl ich das auch früher gebraucht hätte. So, und Berserker. Berserker und Angriff. Okay, er hat 3000 nur abgezogen. Das heißt, dass er gleich stirbt. Okay, komm, Angriff. Angriff, Angriff, Angriff. Okay, er muss gleich sterben. Er muss wirklich gleich sterben. Ja, Berserker und Angriff. Fluchstufe 16, okay. Hat nicht getroffen. Es ist langweilig, ich weiß, aber das ist die beste Methode gegen ihn. Ich sehe keine andere. Ich kann auch verstehen, warum die meisten das Projekt abgebrochen haben. Versucht mal irgendein Let's Play zu finden von Final Fantasy 2. Ich habe bisher keins gefunden. Wie lange willst du noch leben, verdammte Kack? Oh. Berserker und Berserker und Angriff. Okay, gut, er kann Flair machen, das ist mir egal. Wenn ich genügend Schaden... Oh. Zum Glück habe ich 9099 LP. Oder HP, oder egal, was für Punkte ich da habe. Ich werde jetzt ihn besiegen. Ist er jetzt tot? Ja! Ja, verdammte Scheiße nochmal. Stirb, du verdammte Missgeburt. Ja, explodier, komm. Hat noch lange genug der Kampf gedauert. Genau gesagt 5 Minuten. Okay, fast 6 Minuten so. Das war der Imperator. Ohne das Blutschwert. Unmöglich. Eine Niederlage ist nicht akzeptabel. Nicht nur einmal, sondern sogar ein zweites Mal. Soll ich euch unterlegen sein? Wer seid ihr? Oh. Oh.
Dich sehe ich im Renaissance-Modus wieder, du Missgeburt. Und da wirst du richtig sterben mit dem Blutschwert. Es ist vorbei. Lass uns von hier verschwinden. Oh, endlich. Endlich, Leute, haben wir dieses verfickte Ding geschafft. Nun hat der Schrecken ein Ende, nicht wahr? Es ist wirklich vorbei, richtig? Nun müssen wir nicht mehr in Angst und Schrecken leben. Und das ist euer Verdienst. Danke für alles, was ihr für uns getan habt. Na klar doch. Die beiden Königreiche, Kashian und Finn, werden ihre Kräfte vereinen und gemeinsam unsere Länder neu aufbauen. Wenn ich zurückdenke, wart ihr es, die mir die Augen geöffnet haben, gehabt, um meine Feigheit zu überwinden. Ich stehe tief in eurer Schuld. Ich bin mir sicher, dass Gott von dort, wo er jetzt ist, zu mir herunterlächelt. Vielleicht. Ah, Paul. Paulchen. Hut ab, kann ich da nur sagen. Ihr seid schon ein krasser Haufen. Dank euch bin ich jetzt arbeitslos. Ha, Arbeitsamt. Den Imperator kann ich ja nicht mehr beklauen. Aber ich bin flexibel. Ihr werdet meine nächsten Opfer sein. Also, macht euch auf was gefasst. Du Hund! Guck nicht so, du Bastard. Jetzt kommt die Hure. Du hast es allen gezeigt, was, Ferion? Du bist echt der tolle Hecht, den ich von Anfang an dir sah. Hey, willst du nicht mal als Freibeuter versuchen? Was ist, Maria? Oh, ich verstehe. Sieht aus, als sei dein nächster Kampf schon in vollem Gange. Wie soll ich das jetzt verstehen? Ist sie schwanger von Ferien oder was ist los? Herzlichen Glückwunsch! Schaut, das ist bestimmt auch glücklich, dass es endlich vorbei ist und ihr heil zurückgekommen seid. Ich werde von nun an Prinzessin Hilda arbeiten. Ich weiß ja nicht, nicht, ob ich der Aufgabe gewachsen bin, aber ich gebe mir Mühe. Josef! Platzi! Josef? Das sieht aus wie Mutter, Vater, Kind. Wir werden nun versuchen, diese Welt wieder aufzubauen und wiederherzustellen, was zerstört wurde. Ich kann meine Dankbarkeit kaum in Worte fassen. Und Leon steht in der Ecke rum, gut so. Aber du hast mir gute Dienste geleistet, das muss ich dir sagen. Krieg endlich vorbei. Ja, endlich. Das heißt, wir können wieder in Frieden zusammenleben wie früher? Richtig. Nicht wahr, Leon? Leon hat wohl andere Pläne, dafür ist es zu spät. Aber warum? Warte, Leon! Ferion, sag ihm, er soll warten! Maria, dein Bruder hat recht. Zu viel ist zwischen uns vorgefallen. Es ist, wie dein Bruder sagt. Ich kann ihn nicht aufhalten, nicht jetzt, aber... Leon, eines Tages werden wir uns wiedersehen. Er hat zu viele schlimme Dinge getan. Dafür muss er jetzt leiden. Menu, Sid, Richard, Josef. Diese Helden sind gestorben. Und wo ist Gott? Keiner achtet auf ihn. Egal. Auch für uns wird es Zeit zu gehen. Unsere Reise hat eben erst begonnen. Was zur Hölle? Was für eine Reise? Ich hab dort... Oh. Ein langer, andauernder Krieg ist endlich zu Ende gegangen. Der Imperator? Die Monster? Das Pandemonium? Dünn, 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 dünn. Sie alle sind verschwunden und mussten einer neuen Zeit des Friedens herbeisehen oder so. Die Wunden des Krieges werden verheilen. Oh, spielende Kinder, die qualvolle Tage schon bald vergessen sein. Eines darf es nicht in Vergessenheit geraten, das nämlich die Unerschütterte. Ich muss wohl schnell lesen. Freundschaft unserer Gefährten diese Welt gerettet hat. Okay, Weltall zeigen. Final Fantasy 2. Ach, endlich hab ich das geschafft. Ach, verdammt. Boah, dieses Spiel ist wirklich gesagt
ein sehr schwieriger Final Fantasy Teil. Das ist bisher das schwerste Final Fantasy, was ich bisher gespielt habe, so gesagt hat, oder? Ja, eigentlich habe ich alle dann locker geschafft. Aber den bei denen war das System ganz anders. Man musste alles leveln, also HP und so. Das war etwas merkwürdig, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann kann man das auch schnell leveln. Aber boah, das hat echt lange gedauert. Ach, als ich gegen den Endboss mal einfach mit Fäusten gekämpft habe, ich dachte nur, what the fuck, warum 50 Schaden? Ach, was soll ich dazu sagen? Aber diese Methode, die ich benutzt habe, ist siegessicher. Also, wenn ihr euch noch versucht, diese Methode, aber davor erstmal eure Schwertstufe erhöhen und ein bisschen, also Aura und so alles trainieren, bevor ihr gegen ihn antritt, und danach tritt ihr ihn richtig fett in den Arsch, dann habt ihr es auch geschafft. Ich würde jedem empfehlen, 9099 AP zu haben. Ja, würde ich wirklich jedem empfehlen dafür, wenn ihr das wirklich schaffen wollt. Ich habe ihn jetzt geschafft. Ich bin jetzt auch überglücklich. Hört man ja? Yay! Aber jetzt kommt der andere Teil, aber jetzt! Jetzt habe ich das Blutschwert. Jetzt hat Richard das Blutschwert, du Hurensohn. Dich werde ich im zweiten Teil fertig machen, aber richtig hundertprozentig. Boah, er hat mich so aufgeregt. Ey, wenn ich das Blutschwert gehabt hätte. Locker. Ich hätte ihn locker umgebracht. Das hätte eine Minute gedauert. So. Aber jetzt kommt das. Jetzt kommt meine Rache. Sehen wir mal, wie der im zweiten Teil das aussieht. Ach, ich glaube, ich mache gleich einen Cut. Ja, das wäre dann Teil 18. Ach, die Musik ist geil. Wieso zeigen die den Weltall? Das weiß ich nicht. Aber egal. Das ist auch mir auch egal. Ich habe es auch das Projekt geschafft. Als nächstes kommt sowieso Final Fantasy 4. Aber davor werde ich mal One Piece fertig bekommen. Das dauert auch noch lange. Und die anderen Projekte muss ich auch noch irgendwie fertig bekommen. Hallo? Ich habe die auch schon lange da. Ach. Deutsche Steam, Larissa Chlorle, Cornelasse, Eva Matzuske, Verena Gronefold. Die besonderen Gebühren, Yasuchi, ja, Hideki Iwashita. Alle Square Enix Mitarbeitern. Yes, Square Enix. Ende. Oder doch nicht? Das ist. Speichern. Ja. Final Fantasy 2. Renaissance. Aber da gehen wir im nächsten Part weiter. Tschüss.